Samittagspausen werden ja überbewertet und deswegen machen wir natürlich auch keinen Halt hier vor dem Azubi Cup. Und ich habe jetzt Verstärkung an meiner Seite. Bei mir ist Moritz Knorr. Moritz, grüß dich. Hallo Florian, hi, schön, dass ich da sein darf. Ich begrüße auch die Zuschauer, die im Livestream live dabei sind. Hi. Genau, und wir haben gleich schon den ersten Treffer. Wir haben jetzt keinen Namen der Spieler, aber wir können sagen, Mittwald führt mit 1:0. Moritz, du wirst uns noch ein bisschen hier mit durch den Tag begleiten. Das ist nicht deine erste Kommentarerfahrung. Du bist zurzeit in München unterwegs. Erzähl doch ein bisschen. Genau, also ich studiere Journalismus. Momentan bin ich in München und kommentiere da so ein bisschen Champions League, Premier League, Europa League und den DFB-Pokal. Genau, und da soll es dann auch später hingehen in diese Richtung. Und dann bin ich hier heute gerne zu Gast. Du bist ja kein Favorite Cup Neuling. Ich glaube, du hast, seit du denken kannst, wenig Turniere verpasst, oder? Das definitiv. Ich habe zu Hause noch Fotos hängen, da hat mein Opa mich als kleines Kind auf dem Arm. Und es müsste in den ersten Jahren, 2001, 2002, so um den Dreh gewesen sein. Große Tradition bei mir, immer gerne hier gewesen. Und freue mich umso mehr, dass ich hier das Ganze jetzt auch mal live mitbegleiten darf. Ja, sitzt in der ersten Reihe direkt an der Bande. Besser geht's nicht. Da sieht man dich auch im Bild, einmal in die Kamera. Ah, das ist Moritz Knorr, auch für alle Zuschauer, dass ihr ein Bild vor Augen habt, wer, der neben mir Platz genommen habt. Mit irgendeinem Unternehmen, Corpus Mittwald, Berührungspunkte gehabt? Bei Mittwald habe ich damals in der 10. Klasse tatsächlich ein Praktikum gemacht auch. Das heißt, ein bisschen Kontakt hatte ich da auch schon, allerdings damals jetzt mit keinem von den aktuellen Akteuren wirklich zu tun gehabt. Siehste, ich habe bei Corpus meine Ausbildung gemacht, aber haben wir doch schon die Fanlage hier klar aufgeteilt. Also natürlich muss ich Corpus die Daumen drücken aus alter Verbundenheit. Dann ordne ich hier jetzt einfach mal dem Mittwald-Lager zu und wir machen ein schönes erstes Battle hier in diesem Spiel. Azubi Cup, vielleicht noch für alle, die nicht so bewandert sind. Ich glaube, immer noch organisiert von der Firma Harting. Gestern war die Vorrunde, das Turnier wurde gespielt bis zu den Halbfinals. Und jetzt dann eben heute das Endspiel, auch seit einigen Jahren schon eine Tradition hier beim Freeback Cup auf der großen Bühne von der vollen Halle, sicherlich für alle Auszubildenden. Ein Riesenerlebnis und ein tolles Ding und immer wieder schöner Programmpunkt am Samstag. Sicherlich in Sachen Tempo und Qualität etwas weniger. Spiel läuft hier jetzt einige Minuten schon. 1:0 steht's, haben wir erwähnt, für Mittwald. Ziemlich früh der Treffer gefallen durch Jascha Engelbrecht. Spielt selber ja auch aktiv hier im Kreis Löbeke in der Kreisliga. Aber im TuS Stemmwede ist er zu Hause und er ist jetzt schon wieder zur Stelle. 2:0 für Mittwald. Wieder ist es Engelbrecht. Assistiert davon Yannick Peters. Jetzt sehen wir den Treffer nochmal. Über die Banne gespielt und dann schön reingemacht. Also frühe Weichenstellung. Wäre für Mittwald meines Wissens der erste Titel. Glaube ich zum ersten Mal im Endspiel dabei. Moritz, die Agentur München begleitet nur Spiele per Kommentar oder gibt es auch noch andere Tätigkeiten, die da gemacht werden? Nein, das ist natürlich nicht nur, dass wir da live kommentieren. Wir arbeiten ganz, ganz viel für die UEFA, schreiben da die Live-Ticker, schreiben die komplette Website, die deutschen Artikel. Heißt, alles, was eigentlich auf Deutsch von der UEFA kommt, das wird von meiner Agentur da in München betreut. Ja, das ist die eine Sache. Zur anderen Sache sind wir natürlich auch ganz, ganz groß da, was den Social-Media-Bereich angeht. Das wird in den letzten Jahren auch immer, immer wichtiger für die großen Sportvereine. Da sind wir vor allen Dingen in den Fremdsprachen, das heißt nicht in Deutsch, in Englisch, in Russisch, in den asiatischen Sprachen machen wir da ganz, ganz viel für die großen Vereine, für Bayern, für Schalke, für Gladbach, für Manchester City. Das heißt nicht nur deutschlandweit aktiv, sondern auch international. Und jetzt fällt in diesem Moment das 3:0 für Mittwald. Ein Hauch von Vorentscheidung hier im Azubi-Cup-Finale 2020. Der Freistoß, wunderbar gelegt, also wirklich die ganz frühe Weichenstellung. So. Moritz, du betreust dann den russischen oder asiatischen Kanal? Nein, natürlich gar keinen. Was machst du? Ich bin da im deutschen Bereich tätig, was ich schon gesagt habe. Ich kommentiere, mache für die UEFA einige Sachen und dann eben noch, was dazu kommt, Übersetzung und so weiter.
und so fort. Relativ breites Aufgabenspektrum da. Genau. Klingt spannend. Also bisher recht klare Lage. Nico Webrink hier mit dem Distanzschuss. Und zumindest den Anschluss herzustellen. Yannick Wiechmann jetzt mit der Ecke. Letztes Jahr noch ein wunderbares Tor geschossen im Endspiel. Martin Paul hier auf den Außen. Nicht irritieren lassen übrigens von der Ergebnisanzeige. Mittwald führt natürlich mit 3:0. Nicht Kolbus. Liegt aber auch daran, dass sich, glaube ich, beide Mannschaften falsch aufgestellt haben. Also da. Ja, Kolbus, die jetzt hier mit 3:0 zurücklegen. Gestern ja schon die kleine Überraschung geschafft im Halbfinale, den Vorjahressieger, die Firma Gausemann im Elfmeterschießen besiegt. Stand da 1:1 nach regulärer Spielzeit. Und dann musste die Entscheidung eben im 9-Meter-Schießen her. Und dann behielt eben die Firma Kolbus die Oberhand. Und darf heute hier beim Freeway Cup vor ausverkaufter Halle antreten. Das ist für die ganzen Spieler natürlich auch was ganz, ganz Besonderes hier. Definitiv. Live vor so vielen Zuschauern auf den Rängen mal gegen das runde Leder treten zu dürfen. Definitiv. So, die Regie hat sogar die Ergebnisanzeige schon aktualisiert. Auch für die ist Mittagspause ein Fremdwort. Also wunderbar. Jetzt haben wir ein richtiges Ergebnis und der großen Möglichkeit für Kolbus hier in den gelben Leibchen. Da kann Mittwald jetzt erstmal nicht konsequent klären. Ja, jetzt vielleicht mal die Möglichkeit zum Umschalten. Harter Einsatz seiner Bande, nicht zurückgepfiffen. Deshalb jetzt die Abschlussmöglichkeit. Gut gehalten da. Leon Hafer für Kolbus mit der Chance. Haben wir jetzt nochmal die Wiederholung. Stark pariert auch, muss man sagen. Hier ist der Abschluss und da ist doch der Ehrentreffer. Oder mehr. Moritz, wer ist das? Muss er aufpassen. Ich weiß auch nicht. Und hier sehen wir es nochmal. Schön zurückgelegt, Maß genommen. Also 1:3 noch, 3 Minuten 40. Also unmöglich ist das nicht. Kolbus ja seit einiger Zeit mit dem fünften Feldspieler auf der Platte. Das dürfen sie sich jetzt natürlich allerdings nicht zu häufig erlauben, da diese Ballverluste im Aufbau. Nächste Möglichkeit. Abgeblockt erstmal. Erobern da aber sofort den Ball zurück. Wieder Kolbus. Quergelegt, Abschlussmöglichkeit. Sichere Beute da. Den Fisch da aus der Luft. Und das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Yannick Peters, Preußen Espelkamp. Mit dem Jubel. 4:1. Knappe 3 Minuten. Eiskalt verwandelt. Aber jetzt so nach der Anfangsphase gestaltet Kolbus das hier mit ausgeglichen, oder? Definitiv. Anfangsphase ein bisschen verpennt. Und dann wird es natürlich schwer, hier so einen ganz schnellen 3:0 Rückstand wieder aufzuholen. Nächste Möglichkeit jetzt vielleicht zum Anschluss. Gehalten da zweimal vom Keeper von Kolbus, ist da zur Stelle, kriegt rechtzeitig die Arme hoch, Kontermöglichkeit, wieder Engelbrecht, legt quer, Chance, Yannick Peters, nochmal Haken quer gelegt und fasst das 5:1.
Nochmal hier die Doppelchance und dann zweimal on fire. Der Mittwaldkeeper. Oh, Nico Webring. Der könnte passen, nein, Aluminium. Da denkt sich Yannick Peters mal, was die Profis können, das gar nicht schon lange. Haben wir ja auch schon am ersten Spieltag hier gesehen, einen schönen Treffer hier aus Wahnsinn. Der eigenen Hälfte. Da brauchen wir ein Replay von. Jetzt aber. Die Chance. Und das ist das 5:1. Ah, alles geklaut oder wäre das so reingegangen? Aber vorher dieser Einlage, dieses Solo, dieser Trick, sensationell gut. Joanna Beste hatte auf jeden Fall ihre Füße im Spiel. Die kennst du wieder. Mit mir in einem Jahrgang gewesen, ah, Abitur gemacht zusammen. Eigentlich ganz gute Leichtathletin in Espel Cup. Heute eben auch beim Azubi Cup Finale auf der Platte. Der Herr Knorr kennt sich aus hier. Also schöner Schlusspunkt hier in diesem Endspiel, das sehr fair verlaufen ist, letztendlich einen eindeutigen Sieger gefunden hat. Mittwald sicherlich auch mit sehr, sehr starken, überkreislichen Spielern auf der Platte. Aber auch für Kolbus ein tolles Erlebnis, denke ich, hier dabei gewesen zu sein. Hätte gestern, glaube ich nicht, würde ich immer mit gerechnet. Die große Chance für Yannick Wiechmann. Den noch mal rein zu netzen hier. Das war's. Der Glückwunsch geht nach Espel Cup an die Firma Mittwald. Sieg beim Azubi Cup. Moritz, wir hören uns gleich zu Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund. Bis gleich.